mit Jesus Urlauber. Nimmt auf jetzt, ja. Toll. Ja, ich habe hier ein Anliegen. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen schon einen Text geschrieben, den ich ins Internet gestellt habe. Der kam so irgendwie aus dem Bauch raus. Wurde inspiriert von einigen jungen Menschen in meinem Umfeld. Ich glaube, jetzt ist der Sound wieder richtig scheiße, oder? Das liegt an dem Lüfter. Ich höre, wie laut er ist. Und es ist mir ein Anliegen, aus bestimmten Gründen. Ich rede was lauter, hoffe, vielleicht ist was besser. Diesen Brief an die Jugend, wie ich ihn genannt habe, hier auch mal laut vorzulesen. Weil mir auch gesagt wurde, ja, die Jugendlichen, die können nicht mehr so lesen. Da habe ich mir gedacht, ja, die können Videos gucken. Dann lese ich es halt einfach gerne vor. Das ist auch kein Problem. Es geht aber nicht nur um die Jugendlichen in diesem Text. Es geht auch irgendwie, auch wenn er an die Jugend gerichtet ist, irgendwo doch auch ein bisschen um die Alten. So, und ich habe das einfach bis jetzt noch nicht geschafft, diesen Text zu lesen, ohne dabei anzufangen zu heulen. Ich hoffe, dass ich es diesmal hinbekomme, weil ich hier eigentlich nicht euch was vorflennen will. Aber da gibt es so ein paar Passagen drin, die mir einfach sehr nahe gehen. Also bitte ich das einfach mal zu übersehen, wenn es... Aber es ist egal. Ich lese es einfach mal vor. Für all die, die es nicht lesen, also die es lieber sich vorlesen lassen, als es zu lesen. Ob jung oder alt, scheißegal. 8513 steht da, Generationenkonflikt. Ein Brief an die Jugend. Bitte lies. Oder hör zu, oder teil weiter. Soll ich mal sagen, was ich sehe, wenn die Jugend im Fokus liegt? Natürlich sehe ich wie alle anderen Alten PlayStation, iPhone 5 und YouPorn. Und wie viele andere Alte nutze ich das sogar selbst. Aber die Jugend nutzt es mehr. Und wenn sie es mehr nutzt, muss es ja vorbei am Optimum sein. Vor allem an meinem eigenen. Meine lieben Jungen, ihr müsst das verstehen. Wir Alten sind aufgewachsen in einer Welt, in der es üblich ist, sein eigenes Maß als ein goldenes zu sehen und alle anderen in irgendeiner Weise als falsch. Für euch sind so viele Dinge, die wir gerade wirklich erst lernen müssen, absolut selbstverständlich. Bei allem PlayStation, iPhone und YouPorn seid ihr in der Tat wesentlich natürlicher, als wir uns das vorstellen können. Für euch sind so viele der Dinge, die uns langsam erst klar werden, absolut normal. Und das zwickt uns. Kann doch nicht sein, dass die Grünschnäbel recht haben. Die wissen noch nichts vom Leben. So sind unsere alten Verstände trainiert zu denken. Und wir brauchen gerade noch was Zeit, um uns aus diesem gewohnten Denken zu lösen. Für euch ist es irgendwie selbstverständlich, dass alle Recht haben. Ihr seht aus bestimmten Gründen, dass jeder nur seine eigene Sichtweise wiedergeben kann, dass es keinen Sinn macht, sich seine Meinungen um die Ohren zu hauen. Und deswegen spielt ihr das nicht mit, weil ihr keinen Sinn drin seht. Weil das in der Tat auch wirklich nicht sehr zivilisiert ist, sondern eher pervers. Für uns ist es schwer, euch ernst zu nehmen, weil wir es nicht gewohnt sind, jemanden ernst zu nehmen. Wir nehmen nicht einmal uns selbst ernst, also tragt uns bitte auch das nach. Aber lasst euch bitte, bitte nicht davon abhalten, euch dabei richtig zu fühlen, was ihr macht und seid. Ihr seid völlig richtig. Egal, was die Welt um euch herum sagt. Alle sind immer völlig richtig. Nur sieht das in dieser Welt keiner, weil wir hier über tausende Jahre ein Spiel gespielt haben, in dem es darum ging, alles in Frage zu stellen. Also alles als richtig oder falsch zu bewerten. Deswegen stopfen wir euch mit Ritalin und anderen Psychopharmaka voll.
weil wir nicht akzeptieren wollen und so auch nicht können, dass ihr uns überlegen seid. Aber eines Tages werden wir es müssen und da führt kein Weg dran vorbei. Was unsere ach so intelligenten Verstände noch nicht begreifen wollen und können, dass wir in eurer Welt leben und nicht umgekehrt. Ich weiß, dass es anders aussieht, aber ihr seid hier nicht bei uns eingesperrt, sondern wir mit euch. Und das ist gut so. Denn in euch sehe ich die, die uns allen hier raushelfen können. Und bitte glaubt mir, ich weiß, das sieht nicht so, auch das sieht nicht so aus. Aber viele von uns wollen hier raus, aber können noch nicht, weil sie in ihren Denkmustern gefangen sind. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Ihr brecht diese alten Denkweisen und deswegen bekommt ihr Ritalin. Bitte fresst es, wenn ihr es nicht verhindern könnt, aber bitte seid, wie ihr seid und seid es. Sowas wie euch hat die Welt noch nicht gesehen und so müssen wir Alten uns an eure Anwesenheit erst noch gewöhnen. Ich weiß, dass viele von euch das Gefühl haben, nicht von hier zu sein, anders zu sein. Ich weiß, dass jeder von euch an Außerirdische glaubt. Und ich weiß, dass jeder von euch den Gedanken der Reinkarnation für leichter vorstellbar hält, als den Gedanken eines begrenzten Lebens, das mit dem Tod endet. Das sind alles Dinge, die in unsere Denkmuster noch nicht reinpassen. Da knallen sprichwörtlich Welten aufeinander. Aber das liegt daran, dass ihr euch eures außerirdischen Ursprungs noch bewusst seid. Ihr habt vielleicht noch nie ernsthaft drüber geredet, aber ich weiß, dass jeder von euch sich in diesen Worten wiederfindet. Und daran könnt auch ihr es sehen. Was ich hier gerade mache, nennt sich Verführung von Minderjährigen. Allerdings nicht auf sexuelle Weise und deswegen habe ich hier gerade nicht das geringste Problem mit. Ja, ich möchte euch verführen. Ich möchte euch verführen, ihr selbst zu sein und das Leben zu genießen. Ihr wisst, wie es geht und bitte lasst euch von uns nicht weiter davon abhalten. Wir mögen eure Geschichte geschrieben haben, aber ihr seid nicht diese Geschichte. Ihr seid so viel mehr als das. Ihr seid etwas so Wunderbares, Unbeschreibliches, etwas für diesen Planeten Heilsames, dass selbst wenn ihr Amok lauft, unserer Mama Erde helft. Begreifen die Alten nicht, sie sehen's nicht. Die fragen immer, wie Gott konnte das zulassen und so ein Scheiß, weil sie einfach nicht kapieren, dass sie selbst es sind, die es zulassen. Weil sie es gegeneinander zulassen. Und da rebelliert ihr gegen. Und das ist gut so. Ich sehe euch zusammengetrieben in euren Klassenzimmern sitzen, innerlich kochend und auf einen bestimmten Impuls wartend, aufzuspringen und das Leben zu übernehmen. Und das ist, was wir brauchen, um da rauszukommen. Wir brauchen wirklich euch, um es uns zu zeigen. Aber das würden wir nie zugeben. Nur manchmal vielleicht, so wie hier und jetzt gerade. Ich möchte euch verführen, euch Gedanken zu machen. Und eure eigenen Gedanken zu denken. Ich erkläre euch mal, warum ich das so bewegend finde. Weil ich irgendwann diese Sachen mal rausgefunden habe und mir gedacht, warum hat mir das niemand gesagt, als ich 3 war? Da hätte ich das auch schon verstanden und hätte ein ganz anderes Leben leben können. Aber das hat keiner getan, weil keiner da war, der es konnte, weil es keiner wusste, weil es keiner gesehen hat. Und ich kann es halt einfach gerade sagen und sehe es irgendwie als meine Aufgabe, wenn es mir schon keiner gesagt hat, dass wenn ich es rausgefunden habe, es wenigstens jedem anderen sage, wenn es auch nicht jeder hören will, aber wenigstens die Möglichkeit hat, an diese Gedanken ranzukommen. Ich möchte euch zu Ungehorsam verführen, weil Gehorsam immer nur dazu führt, dass wir alles kaputt machen. Die einzige Regel, die ein Lebewesen je gebraucht hat, um glücklich und in Frieden zu leben, ist, richte keinen Schaden an. Dann kannst du tun, was immer du willst. Das ist wie mit diesem Porzellanladen. Wir sind Menschen oder keine Elefanten. Wir wissen, wie man sich in einem Porzellanladen so bewegt, dass man auch beim nächsten Besuch willkommen ist.
Ich möchte euch verführen, euch Minderjährige, ganz öffentlich mit uns zusammen ab dem 8. Mai 2013 endlich alles zu ändern. Ich weiß, dass jeder von euch weiß, dass er genau weiß, was man ändern müsste, damit die Dinge besser laufen. Es liegt daran, dass jeder einzelne von euch eine Bestimmung hat. Das ist nicht anders als bei uns. Nur haben wir vergessen, dass wir eine Bestimmung haben. Und dass wir nichts anderem folgen können als dieser Bestimmung. Wir haben es schlicht und einfach vergessen. Und da ihr uns daran erinnern könnt, bitte ich euch von Herzen, das zu tun. Egal, wie sehr wir uns dagegen wehren. Ihr braucht im Moment gar nichts anderes zu tun, als diesen Text und vielleicht noch das Bild, das ich dazu gebastelt habe, zu teilen und ins Gespräch zu bringen. Oder dieses Video. Das Bild packe ich einfach mal mit rein. Ist auch wieder ein kontroverses Thema, weil ich die Jugend dazu verführe, im Klassenzimmer Krawall zu machen. Ja, ich rede nicht von Krawall. Begreifen die Alten wieder nur nicht. Die können sich Revolution wieder nur mit um die Ohren hauen vorstellen, weil sie nie was anderes erlebt haben. Ihr habt alles, was ihr dazu braucht, direkt vor eurer Nase. Liken, teilen auf der eigenen Chronik oder der eines Freundes, mit Markierungen oder ohne. Aber mit der einfachen Frage, hey ihr Schulkameraden, was meint ihr dazu? Oder vielleicht in euren eigenen Worten, klingt vielleicht ein bisschen ansprechender, weil moderner. Ne, alte Sprache hier. Ich sehe die größte Armee, die dieser Planet je zu Gesicht bekommen hat, in den Schulbänken sitzen. Ich sehe, dass ihr nur auf ein Zeichen wartet, das euch sagt, dass ihr endlich losleben könnt. Ich tue hier mein Bestes, um dieses Zeichen zu setzen. Mama Erde braucht euch. Denkt drüber nach. Und nicht zuletzt, danke, 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 dass ihr da seid, weil ohne euch könnten wir uns hier gänzlich vergessen. Und würden das auch tun. Danke, dass ihr da seid. Und wenn was ist, meldet euch bei mir. Ich tue, was ich kann, um diese Brücke zu bauen. Peace out. Euer Jesus. Mir ist egal, was ihr damit macht, aber denkt mal drüber nach. Und ich wäre froh, wenn wenigstens ein paar von euch das. Ach, scheiß drauf. Guckt ihr, was ihr draus macht. Mehr sagen als das kann ich nicht. Das war einer der ehrlichsten Texte, die ich seit langem geschrieben habe. Ich schreibe immer ehrliche Texte, aber der ging mir wirklich. Der ist 4 Tage alt und ich kann ihn immer noch nicht lesen, ohne dass er mich wirklich im tiefsten bewegt. Ach ja, so ist das Leben, ne? Scheiß drauf. Lass es uns heben. Ja. Bis dann. Hier. 8.5.13, wer es noch nicht gesehen hat. 8. Mai 2013. Das ist der Tag, wo wir uns einfach alle zusammen die Möglichkeit geben können, gediegen auszuflippen. Lass es uns tun. Wird Zeit. Echt so. Bevor die da oben weiter unkontrolliert ausflippen. Nee, das geht gar nicht.